dabei, komm mit und sei eine von uns. Wings, wenn du nur zu träumen wagst, bist du stärker als du glaubst. Und die Welt wird klein, denn du kannst zaubern. Wings, wünsch dir alles, was du magst, nur ein Lächeln und dein Tag wird ein großes, buntes Abenteuer. Du bist dabei, komm mit und sei eine von uns. Unser Zauberstrahl reicht bis in den Himmel. Such dir einen Stern aus, wir fliegen hin. Stell dir vor, Hand in Hand gegen die Mächte des Bösen. Weil wir zusammenhalten, weil wir uns so verstehen. Komm schon, du hast Flügel. Wings, wenn du nur zu träumen wagst, bist du stärker als du glaubst. Und die Welt wird klein, denn du kannst zaubern. Wings, wünsch dir alles, was du magst, nur ein Lächeln und ein Tag wird ein großes, buntes Abenteuer. Wings, die magischen Wings, sind wieder mal unterwegs. Im Kampf für das Gute unter dem Zeichen der Wings. In Magix wurde das große Rosenfest gefeiert. Musa blieb allein mit ihren Erinnerungen in Alphea zurück, während Bloom, Stella, Brandon und Sky aufregende Dinge bei dem Motorradrennen erlebten. Riven, der Opfer einer Intrige der Tricks wurde, beschuldigte Bloom, an seinem Unfall Schuld gehabt zu haben. Er glaubt, dass Darcy ihn gerettet hat und verlässt mit ihr gemeinsam das Fest. Endlich treffen wir uns, mein kostbarer Engel. Wo bin ich? Es ist doch hier nicht Magix. Nein, und uns bleibt nicht viel Zeit. Zeit für was? Wer bist du? Ich bin Daphne. Hör mir gut zu, Bloom. Du musst zu mir kommen. Aber ich... Wie soll ich... Ja, Bloom, komm her zu mir. Komm zu mir, Bloom. Du musst herkommen. Ich bin ja hier. Ich komme schon. Warte auf mich. Nein, warte. Sag's mir nicht. Ah, du bist es, Flora. Dieses Parfum würde ich wohl immer wieder erkennen. Lass die Witze, Stella. Ich bin wegen Bloom hier. Falsches Zimmer. Sie schläft bei dir. Schon vergessen. Hör doch mal zu. Sie tut es schon wieder, Stella. Hast du verstanden? Oh, was habe ich verstanden? Siehst du, sie redet mit jemandem, während sie schläft. Ach, was ist denn daran so besonders? Wahrscheinlich hat sie einen Albtraum oder sowas. Aber das ist doch kein Albtraum. Guck sie doch mal an. Geh nicht, ich komme, warte! Das ist ja Wahnsinn. Es sieht aus, als würde sie im Schlaf transformieren. Vielleicht sollten wir was unternehmen. Komm, wir holen die anderen. Vielleicht kann Tecna ihr ja irgendwie helfen oder möglicherweise Musa. Flora! Oder vielleicht sollten wir doch lieber Miss Griselda Bescheid sagen. Nein, lieber nicht. Besser wäre es wahrscheinlich Flora. Zu Miss Faragonda. Oder vielleicht sollten wir sie auch lieber in Ruhe lassen. Du weißt schon, Flora, hör zu! Flora! Was ist denn? Beruhige dich! Sonst rege ich mich auch auf und dann werde ich laut und fange an. Oh, Flora? Warum schreit ihr denn so? Was ist denn mit euch los? Nein, es war kein Albtraum. Es war eigentlich überhaupt kein Traum. Eher, ach, ich weiß nicht. Geht's vielleicht etwas genauer? Das ist schwer zu erklären. Irgendwie wirkte alles viel lebendiger als ein Traum. Plastische Projektionswahrnehmung mit physiochemischer Resonanz. Und überall waren leuchtende Farben. Und dann habe ich das Gesicht einer wunderschönen Frau gesehen. Psychoplasmatische Zerebralerscheinung. Level 26. Hey, Tecna, könntest du bitte aufhören, mit diesem Ding zu spielen? Ist schon gut, Musa. Tecna führt ein Traumtagebuch für mich. Sie soll alles analysieren. Würdest du meinen elektrischen Traumaufzeichner benutzen, wäre es einfach. Vergiss es. Und übrigens wäre es schön, wenn ihr nachts nicht mehr in mein Zimmer spazieren würdet. Was hast du denn? Wir haben dich doch nur geweckt. So, ich habe die Daten ausgewertet. Und es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass das eine psychomagische Nachricht gewesen ist. Soll das heißen, diese Frau hat versucht, mit mir Kontakt aufzunehmen? Durch deine Träume, ja. Aus den Erinnerungswellen in deiner Hirnrinde konnte ich dieses Bild extrahieren. Und was meinst du? Ist sie das? Wow, Tecna, auf dem Gebiet bist du eine echte Zauberin. Fee, würde ich viel passender finden, aber trotzdem danke. Ich habe plötzlich das Gefühl, dass ich sie schon mal irgendwo gesehen habe. Na klar, jetzt fällt's mir wieder ein. Es war in Magix, auf dem großen Platz. Aber sie ist da nicht rumgelaufen. Nein, sie hat auf mich herabgeschaut, oben von der Fassade eines großen Hauses. Ah,
Jetzt weiß ich, es war eine Verdauungsstörung. Meinem Magen geht's gut. Danke, Stella. Ich meinte eine mentale Verdauungsstörung. Du hast einfach zu viel um die Ohren. Du weißt schon, die Prüfung demnächst, das ganze Lernen. Außerdem bist du ein Erdling. Dein Gehirn ist es nicht gewohnt, zu viel zu arbeiten. Ist doch klar. Nein, ist es nicht. Komm schon, du hast geträumt. Das ist alles. Es war nicht bloß ein Traum. Blum, bum, bum, blum. Soll das ein Lied werden oder drehst du völlig durch? Bum, Tekna. Das macht ein Ballon, wenn er platzt. Oder Nebensächlichkeiten, die man zu sehr aufgeblasen hat. Willst du damit sagen, ich denke mir das alles aus? Das stimmt nicht. Zuerst habe ich nur ihre Stimme gehört, aber gestern habe ich sie auch gesehen. Bumm. Es stimmt, sie war echt. Und ich werde es euch auch beweisen. Was? Was habe ich denn gesagt? Was guckt ihr denn so? Was ist denn? Die werden sich noch wundern. Morgen, Blum. Arbeitest du immer noch an dem Aufsatz über die Geschichte der Magie? Ja, ich suche nach einem Buch, aber ich weiß nicht genau, wo ich nachsehen soll. Ich habe nur den Namen. Dann gehst du einfach zu dem Recherchepult da hinten und sagst den Namen. Die Bibliothek wird dann für dich das Buch suchen. Echt? Ja, und nun geh schon. Krass. Die Bibliothek wird für mich suchen? Daphne! Wow, das ging ja fix. Viel schneller als das Internet. Mal sehen. Daphne. Nein, ich will nicht wissen, was der Name bedeutet. Ich will Informationen über eine Fee namens Daphne. Daphne die Fee. Hey, das ist ja Wahnsinn. Hier, Daphne. Eine der neun Nymphen von Magix, die über Äonen von Jahren über die magische Dimension geherrscht haben, nachdem der große Drache verschwunden war. Die Nymphe von Magix. Oh, halt nicht auf! Aufhören! Miss Barbatea! Was ist denn jetzt los? Oh nein, die geheimen Bücher! Das goldene Tor! Ah. Oh. Miss Farragonda! Oh, nicht doch! Oh. Ja, ist ja gut, es reicht. Ich brauche keine Bücher mehr. Vielen Dank! Halt! Klosus! Ich würde sagen, unser Recherchesystem muss rundum überholt werden. Oh. Ist ja gut, Blum, es ist vorbei. Das goldene Tor hätte sich fast geöffnet. Ich hätte es mir nie verzeihen können, wenn diese Bücher Schaden genommen hätten. All diese machtvollen Texte, die von und für Magier geschrieben wurden. Es besteht kein Grund zur Sorge. Geht's wieder, Blum? Ich glaube schon. Gut, dann geh jetzt. Du kannst deine Nachforschungen ein anderes Mal fortsetzen. Danke, Miss Farragonda. Daphne, die Nymphe. Miss Barbatea? Ja? Räumen Sie die Bücher wieder ein und schließen Sie die Bibliothek. Ja, natürlich. Ich soll schließen? Ja, und benutzen Sie keine Magie. Nach allem, was passiert ist, sollten wir aufpassen. Was, keine Magie? Ganz richtig. Ich hoffe, Sie haben damit kein Problem. Doch, ich meine, nein. Ich kapiere das nicht. Ich habe doch nichts Schlimmes gesagt, oder? Das war doch nur eine kleine, harmlose Bemerkung, sonst nichts. Was verstehst du denn unter harmlos? Flora, mach es doch lieber wie deine Pflanzen und halt den Mund. Wenigstens sprechen meine Pflanzen nicht, ohne vorher zu denken. Im Gegenteil, ich will ein Gewissen bringen. Fang du nicht auch noch an, Musa, sonst werde ich... Sonst rede ich nämlich vielleicht über ein ganz anderes Thema. Über Jungs zum Beispiel. Ist doch öde. Und wenn du mich jetzt bitte entschuldigen würdest, ich muss noch was für morgen lesen. Das hier ist mein Zimmer. Ach, komm schon, Musa. Mach das Buch zu und vertrau dich uns an. Wir wissen doch von Tekna auch alle, dass sie jedes Mal ganz rot wird, wenn sie unseren Freund Timmy zu Gesicht bekommt. Was? Das ist überhaupt nicht wahr! Und jeder weiß doch, dass Blum auf Brandon steht. Und was mich angeht, ich gebe gerne zu, dass ich Sky irgendwie ganz süß finde. Also lass uns jetzt über Riven reden. Riven. Ich muss jetzt lernen. Der Typ guckt dich doch nicht mal von der Seite Stella! An. Hör auf! Komm runter, Flora, es war doch nur eine Frage. Was habe ich eben gesagt? Jungs interessieren mich nicht. Das war ja nur ein Witz. Und außerdem hat unser lieber Riven seit dem Rosentag sowieso nur noch Augen für Darcy. Ach, das weißt du wohl noch gar nicht. Du warst ja nicht dabei. Na und? Das ist mir egal. Soll er doch. Der Typ interessiert mich nicht. Warum starrt ihr mich denn beide so an? Was habe ich denn getan? Stella! Ja, genau, Kiko. Du hast recht. Das werden wir gleich den anderen erzählen. Und dann, oh, da ist Musa. Das trifft sich ja gut. Hey, Musa, weißt du, was mir eben passiert ist? Ich war in der Bibliothek und... Was ist denn? Was hat sie denn? Oh, Blum, es
tut mir so leid. Ist schon gut, Stella. Sowas kommt vor. Nein, nein. Ich meine die Sache von vorhin. Ich hätte nicht so sticheln dürfen. Das war gemein von mir. Ich war zu empfindlich. Bei Musa muss ich mich auch entschuldigen. Weißt du, wo sie ist? Sie ist da lang gerannt und sah wütend aus. Nein, bitte nicht. Musa! Mist, sie hat den Bus genommen. Sie ist weg. Wie soll ich mich jetzt nur bei ihr entschuldigen? Stella, sagst du mir, was passiert ist? Ich habe das Gefühl, dass ich heute alles falsch mache. Ach, merkst du das auch schon? Ja, mecker nur. Ich hab's nicht anders verdient. Übrigens, was hast du mit deinen Haaren gemacht? Bist du in einen Quirl geraten? Stella! Magics Hauptbahnhof. Stella kann manchmal so gemein zu anderen sein. Oh, bin ich sauer auf die. Was fällt dir eigentlich ein? Na super, so weit bringt sie mich also. Jetzt rede ich schon mit mir selbst. Was ist das für ein Café? Ihr hättet sein Gesicht mal sehen sollen. Der Typ war echt total daneben. Die Hexen feiern eine Party? Nein, das kann nicht sein. Verstehst du? Riven und Darcy? Du bist ein ganz besonderer Typ, Riven. Wirklich zu schade. Wieso? Was ist schade? Die Tatsache, dass dein Talent, deine Energie, dein Ehrgeiz und dein großer Mut bei den Spezialisten verschwendet sind. Du könntest noch viel, viel mehr erreichen, wenn du zu uns gehören würdest. Du hättest mehr Macht. Red weiter. Für uns ist im Moment nur wichtig, dass wir auf dich zählen können. Der Rest ergibt sich dann schon von ganz allein. Weißt du, wir können diese Mädchen, die sich die Wings nennen, nicht leiden. Und ihre Freunde mögen wir auch nicht. Da sind wir doch einer Meinung, oder? Aber ab heute sind wir beide für immer verbunden. Durch die Kraft der Magie. Sieh mal eine an, so eine Überraschung. Oh, das ist ja eine von den kleinen Feen. Oh nein, heute bitte nicht, ich hab schon genug... Nicht so hastig. Wo willst du denn so plötzlich hin, Schätzchen? Zurück nach Alphea. Kommt nicht in Frage. Zuerst möchten wir wissen, warum du unserer Freundin Darcy nachspionierst. Ich hab niemandem nachspioniert. Und erst recht nicht Darcy. Glaub mir, Icy erkennt einen Spion auf 10 Meter durch einen Hagelsturm. Ich wette, du hast Riven beobachtet. Du bist scharf auf ihn, hab ich recht? Lasst mich in Ruhe. Dummes Gör. Weißt du was? Neulich erst hat Riven zu uns gesagt, dass du ihm egal bist. Und zwar völlig egal. Oh. Aua! Oh, sie hat mir einen geknallt. Sie hat mich ins Gesicht geschlagen. Wow, man kann sogar ihre Fingerabdrücke sehen. Tut das weh? Natürlich tut das weh. Es tut mir leid, Icy. Ich wollte nicht zuhauen, wirklich. Halt die Klappe. Dafür wirst du bitter büßen. Hey du, hol die anderen. Wir wollen dieser kleinen Fee eine Lektion erteilen, die sie nicht so schnell vergessen wird. Was hast du vor? Ja, was ist denn los, Icy? Brauchst du Verstärkung, um gegen mich zu kämpfen? Ich will nicht gegen dich kämpfen, Süße. Ich möchte deinem hübschen Gesichtchen eine kleine magische Schönheitskur verpassen. Hey, Leute, wollt ihr euch ein bisschen amüsieren? Icy will so einer Fee eine Lektion erteilen. Kommt mit! Lucy, nein. Wo gehst du denn hin? Bleib hier. Es ist ungerecht, wenn so viele gegen einen kämpfen. Icy ist mächtig, Myrta. Vielleicht bemerkt sie mich ja heute. Das sehe ich mir an. Herzlichen Glückwunsch, Stella. Musa ist weg und du weißt nicht mehr, welchen Bus sie genommen hat. Der einzige Bus, der hier hält, ist der nach Magics. Mach nicht so ein Drama, Flora. Ja, aber wir wissen nicht, wo sie ausgestiegen ist. Braucht ihr einen Prinzen heute, Prinzessinnen? Hallo? Ja, wir haben ihn alle gesehen und wir wissen, wie er heißt. Hey, Tedler! Hi, Blum. Wir haben euch an der Bushaltestelle gesehen. Sollen wir euch ein Stück mitnehmen? Hallo, Brandon. Ehrlich gesagt, taucht ihr genau zur richtigen Zeit auf. Und Riven ist nicht mitgekommen? Riven? Nach dem Ding beim Rosenfest ist er aus dem Team ausgestiegen. Er hat sich zu einer anderen Einheit bei den Spezialisten versetzen lassen. Uns kann's nur recht sein. Wir müssen User finden. Sie ist nach Magics gefahren und... Na, dann steigt ein. Da wollen wir auch hin. Ihr könnt uns unterwegs alles erzählen. Na, kommt, los! Renn doch nicht weg, Musa! Wir kriegen dich sowieso! Aufhören! Worauf warten wir denn noch? Machen wir ihr Feuer unterm Hintern! Lasst mich! Verschwindet!
bitte hilf mir! Warum sollte ich? Da ist sie! Die Hexen sind hinter ihr her und sie steckt in einer Sackgasse fest. Wir müssen uns ein bisschen beeilen. Oh nein! Ganz ruhig bleiben. Was mache ich jetzt? Ich sitze in der Falle. Sieht aus, als wäre das dein Ende, kleine Fee. Was ist denn jetzt los? Brandon! Huh? Weg da! So, jetzt wollen wir doch mal sehen, ob ihr euch traut, gegen mich zu kämpfen. Du willst es wirklich wissen, was? Ich habe damit kein Problem! Los geht's, Mädels! Hier ist Schluss. Der Flug. Aber was? Was ist denn jetzt los? Das sieht schlecht aus. Wir müssen ran. War mir ein Vergnügen. Ich werde dich wie eine Laus zerquetschen! Oh, Musa!
denn, du kannst mich einfach stehen lassen? Lass mich durch! Und wenn nicht... Wer ist das? Könnte es sein, dass... Oh, sie ist es, ja! Was ist das? Darcy! Darcy! Ich helf dir! Komm, wir hauen auch ab! Brandon, kapierst du zufällig, was hier eben passiert ist? Ich hab keinen Schimmer, Sky. Bloom! Ja. Wie fühlst du dich? Schon viel besser, danke. Wie sollte es anders sein? Bei der liebevollen Fürsorge. Halt die Klappe, Stella. Und wie steht's mit dir, Muse? Alles in Ordnung. Vielen Dank, Sky. Wir landen gleich in Alfea, Brandon. Bist du sicher, dass du laufen kannst, Bloom? Du siehst noch so schwach aus. Ja, ja. Es ist besser, wenn uns niemand mit euch zusammen sieht. Wie du meinst. Ich verstehe immer noch nicht, wie du es geschafft hast, die drei Hexen auszuschalten und dann noch alle gleichzeitig. Ich auch nicht. Auch wenn es ein blöder Tag war. Eine Sache habe ich heute jedenfalls gelernt. Du hast endlich gemerkt, dass die liebe Stella immer recht hat, stimmt's? Nein, treib dich nie an Orten herum, an denen die Hexen gerne abhängen. Musa, du musst aber zugeben, dass ich mit dir und Riven recht hatte. Und wenn schon... Ich habe ihn heute in Aktion gesehen und da hat er das bisschen Charme verloren, das er vielleicht mal gehabt hat. Eins steht jedenfalls fest, ich will den Kerl nie wiedersehen. Er ist echt zum Idioten mutiert. Aha, du gibst es also zu. Was denn? Ich habe gar nichts gesagt, Stella. Doch, doch, ich hatte recht. Meine Vermutung war ganz richtig. Und bei Tekna wusste ich es auch. Und bei Bloom wusste ich es auch. Was wusstest du? Was ist mit mir? Du weißt schon, du und... Oh, na na, gar nichts, richtig, Stella? Stimmt ja. Ich glaube, ich halte jetzt mal den Mund. Mist, mir ist ein Nagel eingerissen. Warum sind wir so schnell abgehauen? Ich hatte nicht mal Zeit, mich richtig von Riven zu verabschieden. Wir müssen sofort eine Besprechung abhalten. Warum? Ich glaube, ich habe gerade was rausgefunden. Verrätst du uns auch was? Es geht um Bloom. Ich hätte nicht gedacht, dass das möglich ist. Herein. Entschuldigen Sie bitte, ich wollte nur Bescheid sagen, dass ich die Bibliothek fertig aufgeräumt habe. Ich danke Ihnen. Wenn es sonst nichts mehr gibt, würde Doch. Ich jetzt... In der Tat. Eine Sache wäre da noch. Sollte Bloom jemals versuchen, mehr über Daphne, die Nymphe, herauszufinden, müssen wir ihr unter allen Umständen den Zugriff auf die Informationen verweigern. Haben Sie verstanden? Zauberstrahl reicht bis in den Himmel. Such dir einen Stern aus,
Wir fliegen hin, stell dir vor, Hand in Hand gegen die Mächte des Bösen, weil wir zusammenhalten, weil wir uns so verstehen. Komm schon, du hast Flügel, Wings, wenn du nur zu träumen wagst, bist du stärker als du glaubst, und die Welt wird klein, denn du ganz zaubern, Wings, wünsch dir alles, was du magst, nur ein Lächeln und ein Tag, wird ein großes, buntes Abenteuer. Wings, die magischen Wings. In Magix wurde das große Rosenfest gefeiert. Musa blieb allein mit ihren Erinnerungen in Alphea zurück, während Bloom, Stella, Brandon und Sky aufregende Dinge bei dem Motorradrennen erlebten. Riven, der Opfer einer Intrige der Tricks wurde, beschuldigte Bloom, an seinem Unfall Schuld gehabt zu haben. Er glaubt, dass Darcy ihn gerettet hat und verlässt mit ihr gemeinsam das Fest. Endlich treffen wir uns, mein kostbarer Engel. Wo bin ich? Es ist doch hier nicht Magix. Nein, und uns bleibt nicht viel Zeit. Zeit für was? Wer bist du? Ich bin Daphne. Hör mir gut zu, Bloom. Du musst zu mir kommen. Aber ich... Wie soll ich... Ja, Bloom, komm her zu mir. Komm zu mir, Bloom. Du musst herkommen. Ich bin ja hier. Ich komme schon. Warte auf mich. Nein, warte. Sag's mir nicht. Ah, du bist es, Flora. Dieses Parfum würde ich wohl immer wieder erkennen. Lass die Witze, Stella. Ich bin wegen Bloom hier. Falsches Zimmer. Sie schläft bei dir. Schon vergessen. Hör doch mal zu. Sie tut es schon wieder, Stella. Hast du verstanden? Oh, was habe ich verstanden? Siehst du, sie redet mit jemandem, während sie schläft. Ach, was ist denn daran so besonders? Wahrscheinlich hat sie einen Albtraum oder sowas. Aber das ist doch kein Albtraum. Guck sie doch mal an. Geh nicht, ich komme, warte! Das ist ja Wahnsinn. Es sieht aus, als würde sie im Schlaf transformieren. Vielleicht sollten wir was unternehmen. Komm, wir holen die anderen. Vielleicht kann Tekna ihr ja irgendwie helfen oder möglicherweise Musa. Flora! Oder vielleicht sollten wir doch lieber Miss Griselda Bescheid sagen. Nein, lieber nicht. Besser wäre es wahrscheinlich, Flora, zu Miss Faragonda. Oder vielleicht sollten wir sie auch lieber in Ruhe lassen. Du weißt schon, Flora, hör zu! Flora! Was ist denn? Beruhige dich! Sonst rege ich mich auch auf und dann werde ich laut und fange an. Oh, Flora? Warum schreit ihr denn so? Was ist denn mit euch los? Nein, es war kein Albtraum. Es war eigentlich überhaupt kein Traum. Eher, ach, ich weiß nicht. Geht's vielleicht etwas genauer? Das ist schwer zu erklären. Irgendwie wirkte alles viel lebendiger als ein Traum. Plastische Projektionswahrnehmung mit physiochemischer Resonanz. Und überall waren leuchtende Farben. Und dann habe ich das Gesicht einer wunderschönen Frau gesehen. Psychoplasmatische Zerebralerscheinung. Level 26. Hey, Tekna, könntest du bitte aufhören, mit diesem Ding zu spielen? Ist schon gut, Musa. Tekna führt ein Traumtagebuch für mich. Sie soll alles analysieren. Würdest du meinen elektrischen Traumaufzeichner benutzen, wäre es einfacher. Vergiss es. Und übrigens wäre es schön, wenn ihr nachts nicht mehr in mein Zimmer spazieren würdet. Was hast du denn? Wir haben dich doch nur geweckt. So, ich habe die Daten ausgewertet. Und es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass das eine psychomagische Nachricht gewesen ist. Soll das heißen, diese Frau hat versucht, mit mir Kontakt aufzunehmen? Durch deine Träume, ja. Aus den Erinnerungswellen in deiner Hirnrinde konnte ich dieses Bild extrahieren. Und, was meinst du? Ist sie das? Wow, Tekna, auf dem Gebiet bist du eine echte Zauberin. Fee, würde ich viel passender finden, aber trotzdem danke. Ich habe plötzlich das Gefühl, dass ich sie schon mal irgendwo gesehen habe. Na klar, jetzt fällt's mir wieder ein. Es war in Magix, auf dem großen Platz. Aber sie ist da nicht rumgelaufen. Nein, sie hat auf mich herabgeschaut, oben von der Fassade eines großen Hauses. Ah, jetzt weiß ich, es war eine Verdauungsstörung. Meinem Magen geht's gut, danke Stella. Ich meinte eine mentale Verdauungsstörung. Du hast einfach zu viel um die Ohren, du weißt schon, die Prüfung demnächst, das ganze Lernen. Außerdem bist du ein Erdling. Dein Gehirn ist es nicht gewohnt, zu viel zu arbeiten, ist doch klar. Nein, ist es nicht. Komm schon, du hast geträumt, das ist alles. Es war nicht bloß ein Traum. Blum, bum, bum, blum. Soll das ein Lied werden oder drehst du völlig durch? Bum, Tekna. Das macht ein Ballon, wenn er platzt. Oder Nebensächlichkeiten, die man zu sehr aufgeblasen hat. Willst du damit sagen, ich denke mir das alles aus? Das stimmt nicht. Zuerst habe ich nur ihre Stimme gehört, aber gestern habe ich sie auch gesehen. Bum. Es stimmt, sie war echt.
Und ich werde es euch auch beweisen. Was? Was habe ich denn gesagt? Was guckt ihr denn so? Was ist denn? Die werden sich noch wundern. Morgen, Blum. Arbeitest du immer noch an dem Aufsatz über die Geschichte der Magie? Ja, ich suche nach einem Buch, aber ich weiß nicht genau, wo ich nachsehen soll. Ich habe nur den Namen. Dann gehst du einfach zu dem Recherchepult da hinten und sagst den Namen. Die Bibliothek wird dann für dich das Buch suchen. Echt? Ja, und nun geh schon. Krass. Die Bibliothek wird für mich suchen? Daphne! Wow, das ging ja fix. Viel schneller als das Internet. Mal sehen. Daphne. Nein, ich will nicht wissen, was der Name bedeutet. Ich will Informationen über eine Fee namens Daphne. Daphne die Fee! Hey! Das ist ja Wahnsinn. Hier. Daphne, eine der 9 Nymphen von Magix, die über Äonen von Jahren über die magische Dimension geherrscht haben, nachdem der große Drache verschwunden war. Die Nymphe von Magix! Oh, halt nicht auf! Aufhören! Miss Barbatea! Was ist denn jetzt los? Oh nein, die geheimen Bücher! Das goldene Tor! Ah. Oh. Miss Faragonda! Oh, nicht doch! Du hast ja gut, es reicht. Ich brauche keine Bücher mehr. Vielen Dank! Halt! Klosus! Ich würde sagen, unser Recherchesystem muss rundum überholt werden. Ist ja gut.